Herzlich willkommen zum Zahngesundheitssymposium. Ich habe heute im Gespräch Anna Stadler aus Augsburg. Anna ist Zahnärztin, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgin. Du kommst ursprünglich aus Russland, bist seit 4 Jahren hier. Ja, das stimmt. Hallo Maria. Was ist dein Haupteinsatzgebiet? Wenn du sagst Gesichtschirurgie, was hast du da bis jetzt gemacht? Ja. Hallo Maria nochmal, hallo alle zusammen. Ich würde mich sehr gerne vorstellen, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin eine Zahnärztin und Mundkiefergesichtschirurgin und ich bin schon eine Zahnärztin in der dritten Generation. Und ich habe mit Kindern gearbeitet, die verschiedene angeborene Anomalien haben. Und das war extrem schwer, aber auch so interessant. Also du hast dann operiert, zum Beispiel bei Gaumenspalten und so. Ja, ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich in eine andere Richtung. Und in meiner Studienzeit habe ich immer darüber nachgedacht, wie ich den Menschen, die verschiedene Probleme oder Krankheiten des Kiefergelenks haben, auf natürliche Weise und ohne Medikamente helfen kann. Und ohne OP. Und ohne OP, ja. Ja, genau. Weil es ist so weit verbreitet, besonders in Russland. Aber jetzt habe ich was Alternatives gefunden. Was machst du? Ich war immer auf der Suche nach alternativen Lösungen und habe viele Methoden dabei gelernt und ausprobiert. Und ich habe Kinesiotaping für mich entdeckt. Was macht Kinesiotaping? Was ist Kinesiotaping? Kinesiotaping, das ist eine wunderschöne Möglichkeit. Das ist eine elegante Methode, wenn wir fast alles machen können. Zum Beispiel, wir können die Durchblutung verbessern, die Kiefergelenke wieder immobilisieren. Wir können auch natürlich Muskeln entspannen und Stress abbauen, das ist wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Und natürlich können wir Schmerzen minimieren. Schmerzen, wenn jetzt jemand sagt, also ich hatte jetzt generell Zahnschmerzen oder Schmerzen nach irgendwelchen Zahnbehandlungen minimieren, egal. Egal, ja. Wir können alles mit Hilfe des Tapes machen. Hast du gerade so ein Tape, dass man sich mal das vorstellen kann? Ja, natürlich. Tapes sind in verschiedenen Farben natürlich, in verschiedenen Größen. Es gibt Cross-Tapes, aber jetzt habe ich einen ganz normalen Tape. Okay. Das ist eine Rolle und es sieht so aus. Also das ist aus Baumwolle. Es muss aus Baumwolle sein, weil es gibt einen Unterschied zwischen Kinesio-Tapes für Sportler und für solche empfindliche Gewebe wie auf dem Haut, im Gesicht. Also ich kenne das manchmal, wenn irgendwo anders getaped wird, dass es halt Reaktionen auf das Tape gibt. Ja, das kann sein. Aber hier in unseren Tapes zum Beispiel, es gibt einen hypoallergenischen Kleber. Deswegen, es wird nicht so oft sein. Ja. Und du klebst dann das ganze breite Band quer übers Gesicht? Oder? Es gibt viele verschiedene Applikationen und es ist so unterschiedlich. Wir können zum Beispiel Lymphdrainage machen. Das heißt Lymphe aktivieren, zum Beispiel beim Schwellungen. Ja. Und wir können auch immobilisieren unsere Kiefergelenke. Natürlich können wir auch nach der Extraktion zum Beispiel diese Schwellungen und Schmerzen lisieren. Ja. Kann man dann wirklich sagen, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sie, sagen wir mal, einen Zahn machen lässt von, ob das jetzt Implantat oder Zahn raus, wo normalerweise diese Schwellung auftreten würde, würdest du jemanden heimschicken, schon beklebt? Ja, ja, kann es auch sein, ja. Wir machen so solche Dinge und das hilft wirklich. Ich benutze das nicht nur für mich. Ich benutze das schon seit langem. Sondern in meinem Praktikum auch.
Und das hilft wirklich. Und wir haben schon irgendwelche Fotos vorher, nachher. Und das funktioniert, kann ich das schon sagen. Also jetzt, ich theoretisiere einfach rein theoretisch, wenn jetzt jemand kommt und lässt sich eine Zahnbehandlung machen, wo vielleicht eine Schwellung zu erwarten ist, dann könntest du so ein Tape aufkleben. Ja, natürlich. Und ich kann das zeigen, wie der Mensch das machen kann zu Hause. Das ist wie eine Selbsthilfe. Und das ist sehr wichtig, finde ich. Wenn du jetzt so ein Tape aufklebst, ist es so, die macht man nach ein paar Stunden wieder runter oder wie lange bleibt es drauf? Nein, es kann länger bleiben, bis zu 3 Tage. Ja. Okay. Wie fühlen sich Menschen, die das drauf haben? Ist es nicht, weil man bewegt sich ja hin und her, man macht so viele, ja, Bewegungen, zieht es? Nein, der Mensch füllt diese Applikationen nicht. Oder es kann sein, dass das ist eine wunderschöne Füllung ist, etwas Warmes. Und zum Beispiel, man muss das selber füllen. Weißt du, ich muss diese Applikation zum Beispiel dir mal machen und danach kannst du das erklären, wie du das fühlst. Und vorher kann ich wieder natürlich nicht sein. Aber das zieht nicht, das ist sehr bequem, sehr gemütlich in dieser Applikation. Und manchmal, nicht manchmal, sehr oft mache ich mir selber. Zum Beispiel normalerweise mache ich mir so eine Applikation für Kaumuskeln und für Stirn. Für mich, ich bin 30 Jahre alt und das reicht mir. Aber ohne diese Applikationen kann ich nicht mehr. Also wenn du sagst, du kannst ohne diese Applikation nicht mehr dieses, aber bei dir dann nicht, weil du Schmerzen minimieren willst, sondern Sondern Stress abbauen. Stress Wenn abbauen. ich schlafe, ja, und morgens kann ich solches Gefühl fühlen, wie Müdigkeit, ja, und ich sehe das manchmal, ich fühle, dass ich die Zähne aufeinander presse, dass diese Zähne knirschen und sowas, und das hilft total. Also wäre das jetzt zum Beispiel auch eine Variante, weil ich denke mal oft, also wenn es ans Knirschen geht, dann Ja. setzen viele Zahnärzte so eine Schutzknirschschiene ein. Ja, das kann auch sein, aber wenn ein Mensch in einer Anfangsphase ist, dann können wir nur mit Hilfe des Tapes arbeiten und wir können das erfolgreich machen. Okay, also das kann dann sein, dass die wirklich nachts nicht knirschen und früh dann entspannt Ja, aufwachen, weil das ist ja oft das Riesenthema. auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass wir müssen den Menschen nicht so, ich bin ein Zahnärztin, du kommst zu mir, ja. Und ich mache nur eine Füllung und zum Beispiel, wenn du Schmerzen kriegst, du kannst noch ein Parfüm nehmen oder sowas. Das geht nicht. Wir sind in erster Linie Ärzte, nicht nur Zahnärzte. Wir müssen unser Körper als System betrachten, ja, allgemein. Und vielleicht hat der Mensch eine nicht richtige Körperposition. Vielleicht hat er Osteochondrosis, vielleicht hat er Probleme mit Blase, mit Leber. Und das alles müssen wir wissen. Und wir müssen natürlich anfangen mit einer Anamnese. Und danach müssen wir diese Ist-Zustand finden. Ja, und wenn wir diesen Ist-Zustand wissen, dann können wir weiterarbeiten. Und natürlich müssen wir sagen, dass Leute, die Menschen müssen sich gesund ernähren. Nicht nur Zähne putzen, weil wir nur Zahnärzte sind. Die müssen sich gesund ernähren. Und es sehr wichtig ist, wenn Mensch kann sich selbst Hilfe geben. Weil die Ärzte sind nur für unsere Krankheit zuständig. Guter Punkt. Und wir und du bist für deine Gesundheit zuständig. Das ist sehr wichtig, weil alle Menschen müssen das wissen.
Der Arzt kommt nicht zu dir nach Hause und er kontrolliert nicht, wie viel Wasser du pro Tag trinkst oder was isst du, wie viel bewegst du dich und sowas. Du musst das selber achten. Ja. Und wir als Ärzte müssen das 1000 Mal sagen, damit die Leute das wirklich machen. Also mir gefällt auch der Ansatz, dass du sagst, nicht nur einfach zum Zahnarzt gehen und sagen, hey, mach mal, sondern es muss selber was gemacht werden. Natürlich, natürlich. Du hast vorher Schwellungen angesprochen. Weil ich denke mir immer, wenn irgendwo Schwellungen da sind, da ist einfach die Lymphe gestaut, dann funktioniert der normale Abtransport nicht mehr und dann kann dieses Gewebe nicht so schnell in Regeneration gehen. Ja. Würdest du sagen, dieses Taping ist jetzt erstmal primär für den guten Lymphfluss? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt viele verschiedene Applikationen, die wir draufkleben können und die helfen wirklich. Zum Beispiel, wenn alle Gewebe sind geschwollen, dann alle Kanäle, die sind auch verengend. Ja? Und wenn wir diese Applikation draufkleben, dann hebt der Tape unsere Haut an und wir bewegen uns auch, ja, und deswegen diese Kanäle, die erweitern sich, und die Flüssigkeit kann besser fließen durch diese Kanäle. Super, also man kommt schon irgendwie so, da ist dann bessere Regeneration, egal was es ist, ist eine bessere Regeneration. Ja, würdest du ja, das sagen? Ja, weil das, wir verbessern damit auch unsere Durchblutung. Es ist sehr wichtig und das ist, dass wir müssen unsere Heilungsprozesse aktivieren, ja? Und das machen wir alles, ja, mit Hilfe des Tapes. Das ist ganz interessant, also ich meine, ich kenne das von den Sportlern, die alle möglichen bunten Tapes irgendwo drauf haben, aber dass es im Gesicht und gerade so im Zahnbereich angewandt wird, ist absolut neu, finde ich richtig cool. Kann man das nur richtig machen? Würdest du sagen, jetzt nehmen Sie mal so ein Tape, klebst du mal rüber und dann ist schon etwas gut? Oder sagst du, nee, Moment einmal, die, wie genau geklebt wird, das ist wichtig? Ja, natürlich müssen wir diese Technologie wissen, wie man diese Applikationen machen muss. Ja, und wir haben uns mit einer wunderschönen Heilerin Lumira getroffen und wir haben gleiche Idee und so haben wir uns in eine Koalition geschlossen und wir haben ein Seminar vorbereitet und dort können wir alles erzählen und es wird nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja, wir zeigen alle Applikationen, wir korrigieren alles und danach kann der Mensch sich selber diese Applikationen zu Hause bieten. Wenn jetzt jemand irgendwo von Amerika jetzt zuhört und sagt, okay, ich würde jetzt gerne wissen, wie kann man so ein Tape setzen, kannst du, gibt es ein paar Applikationen, wo man sagt, da kann man nichts verkehrt machen, das kann man nur richtig machen? Ja, natürlich, natürlich. Und ich kann zum Beispiel eine Applikation hier zeigen, ja. Machen wir jetzt oder ein bisschen später? Ja, klebst du mir was drauf? Ja, zum Beispiel, wir machen diese Applikation für Entspannung. Ja? Und Kiefergelenk? Ja. Okay. Zuerst müssen wir unser Tape nehmen. Ich brauche dein Ohr. Okay. Also, wir müssen das zuerst messen. Es muss so lang wie dein Ohr sein. Ungefähr bis dahin. Und das lasse ich jetzt 2 oder 3 Tage dran. Ja, aber wenn du willst. jetzt haben wir was Bunteres genommen, weil damit sie das sehen können. Ja. Und wir müssen das Papier abreißen. Und sie oder ihr braucht keine Angst haben. Ja. Ah, ja. Unser das ist so elastisch. Ja, es ist so elastisch, genauso wie unsere Haut. Ah, ja, deswegen, wir können das einfach rausnehmen. Und beachten Sie bitte, dass unser Kleber ist
geht unter Haarlinie, unter dem Haarlinie. So kleben wir unser Tape. Ein bisschen aktivieren müssen wir, wenn wir hin und her reiben. Ja. Und danach müssen wir unser Mund aufmachen. Ein bisschen weiter. Ja, so. Das ist ganz einfach. Ein bisschen aktivieren und lassen wir so. Cool. Okay. Ja. Und zum Beispiel morgen kannst du schon fühlen, wie das funktioniert. Aber du hast keine Probleme mit Kindergelenk. Ich habe kein Thema. Ja. Deswegen, ich habe nur das gezeigt, aber mhm. es wäre besser beidseitig machen. Mhm. Ja, nicht nur von einer Seite, sondern von beiden Seiten, damit du. Würdest du sagen, wenn jetzt jemand, nur beispielsweise, jemand hätte irgendwie so einen entzündlichen Prozess, ja. Wie würdest du das dann kleben? Es gibt auch verschiedene Applikationen. Mhm. Wir können das mit Hilfe des Cross-Tapes machen. Das ist was anderes, nicht solche Tape. Und wir kleben diese Applikation, wo wir diese Region, wo wir entzündet haben. Und danach müssen wir noch eine Applikation. Hier haben wir ja, Lymphknoten hier und hier. Und wir müssen diese Richtung vorgeben. Vorgeben. Und deswegen können wir diese Schwellungen vermeiden. Ja? Gibt es irgendwas, was man falsch machen kann? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt höre und denke, oh super, ich klebe jetzt hier und da und überall und jetzt wird alles gut. Würdest du sagen, Moment einmal, es kann auch ungünstig sein. Ja, ja, das kann auch so sein. Aber wenn du was Falsches machst, das ist eine wunderschöne Methode. Weißt du warum? Das ist eine nebenwirkungsfreie Methode. Okay. Deswegen machst du dich keine falsche Dinge, keine schreckliche Dinge. Wenn du wenn du auf unser Seminar zum Beispiel kommst oder wenn du einen Termin aufmachst, dann es wäre natürlich besser. Aber ja, es kann falsch sein und es kann sein, dass das nicht funktioniert. Also aber wenn man es verkehrt geklebt hätte, es passiert nichts. Also es gibt halt nur kein Resultat. Wenn man es gut geklebt hat, dann bewegt sich was. Ja, aber zum Beispiel, das ist was Einfachst. Mhm. Und solche Applikationen kann man nicht falsch drauflegen. Mhm. Deswegen zeige ich das, ja, per Video oder sowas. Aber es gibt auch was Kompliziertes und deswegen zeige ich das nur, wenn ich ein persönliches Gespräch habe. Damit ich das machen kann und damit ich sehe, wie der Mensch das macht. Selber. Also, damit halt Erfolg garantiert ist. Ja, ja. Natürlich. Wir arbeiten für ihre Gesundheit, ja. Wo würdest du jetzt die Tapes hauptsächlich einsetzen? Also, wenn Kieferverspannungen da sind, das ist schon mal klar. Wenn irgendwo Schwellungen da sind, kann auch sein, dass jemand sagt, jetzt oft einmal, wenn zum Beispiel Schwellungen irgendwie da sind und ein konventioneller Zahnarzt würde jetzt gleich sagen, ja, jetzt den bauen wir mal auf, da machen wir gleich mal eine Wurzelbehandlung. Würdest du sagen, da kann man erst einmal schauen mit dem Tape, ob die Schwellung weggeht, ob sich das erholt, also wenn Karies nicht bis unten da ist? Kommt drauf an, welche Situation ist, ja. Wenn es ist schon eine schlimmere Situation, dann machen wir das gleichzeitig und beides. Ja. Aber manchmal es gibt einen Anfangsstadium, wenn wir dieses Problem nur mit Hilfe des Tapes vermeiden können. Ja, deswegen ich würde noch sagen, dass es sehr wichtig ist. Es gibt manche Leute, die warten, die kriegen Schmerzen, die nehmen Ibuprofen. Und die bleiben zu Hause. Und die kommen zum Arzt
Nur dann, wenn die schon eine richtige Diagnose haben, zum Beispiel, die haben schon eine Entzündung und die haben schon so Schmerzen, dass man kann nichts machen, ja, da muss schon zum Arzt gehen. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich würde so meine Patienten beibringen, dass sie das kontrollieren können. Mhm. Dass sie nicht abwarten. Weil zuerst können wir das wirklich vermeiden. Mhm. Und nicht warten, wenn du schon eine Entzündung hast. Das ist natürlich super. Kannst du nicht mal einen Online-Kurs machen, dass jeder das einfach anschauen kann. Also es hört sich jetzt oberspannend an. Jetzt ist noch meine Frage zum Beispiel, wenn Kinder eine feste Spange haben, ja, da baut sich ja unglaubliche Spannung auf. Unglaubliche Spannung auf. Kann man das da auch einsetzen, damit die ein bisschen mehr, dass ich das Ganze ein bisschen mehr in die Entspannung bringe? Ja, natürlich. Ja. Aber beim Kindern geht auch, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Nebenwirkungsmethode. Und wir machen das für Muskelentspannung, deswegen beim Kinder können wir das auch erfolgreich benutzen. Mhm. Wie wirkt denn das? Also würdest du sagen, das wirkt wie, du hast mal gesagt, das wirkt wie Schröpfen? So ungefähr? Schröpfen? Wie Akupunktur? Ja. Kann man das sagen? Ja, wie Akupunktur, wie Massage, wie Entspannung, sowas. Und es funktioniert nicht nur von außen. Manchmal sind wir so überfordert, wir sind so müde, unsere Muskeln sind in Hypertonus und wir sind einfach müde und auch selig. Mhm. Und wir können auch unsere Seele entspannen lassen mit Hilfe des Tapes. Also man verarbeitet ja seelisch enorm viel über die ganze Kieferregion. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn hier Entspannung ist, dass man wahrscheinlich wesentlich entspannter unterwegs ist. Ja. Mhm. Super. Ja, das ist also wirklich super, super spannend. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und gibt es mal ein Buch dazu? Noch nicht. Aber wird es sein, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Weil das ist eine wunderschöne Methode und ich finde, das muss jeder wissen. Und es ist so genial. Ich habe darüber gedacht, warum jemand noch früher das nicht entdeckt hat. Mhm. Aber wirklich. Und es ist mir wichtig, dass die Leute selber sich helfen können, ja? Selber sich untersuchen können. Nicht einfach schieben diese Probleme zur Seite. Nein, das geht nicht. Und wir müssen das. Wenn du das nicht für dich machst, dann wer das macht. Ja, das mach mal. Ja, genau. Ja, nur du für dich selber. Es müsste ja, also wenn das so die Lymphe entschlackt, einen super spannenden Nebeneffekt haben, dass es einfach verjüngend wirkt. Ja. Das ist nicht nur natürlich für unsere Gesundheit, es gibt noch einen Bonus. Und diesen Bonus ist unsere Schönheit und Verjüngen. Ja. Also das hat sehr positive Nebenwirkungen. Ja, nur positive. Ja, nur positive. Sehr, ja. Ja. Wunderbar. Und wir können, ich kann dich natürlich ein paar Bilder geben, wo es gibt ein Resultat vorher, nachher. Und das wird interessant, glaube ich. Ja. Super. Vielen Dank, Anna. Also super spannend. Also das ist wieder mal was Neues. Also ich freue mich schon auf mein Tape, wo ich dann mal meine Experimente machen kann. Herzlichen Dank. Ja, danke dir auch. Und ich war froh, hier mit euch zu sein und alles, alles gut für euch. Tschüss.